So, guten Morgen. Звука нет. Ну, вы начинаете, да. Nein, у нее пока нету вроде звука, не знаю. Но там надо показывать, я так я не могу объяснить. Окей, aber wir starten. Der Kopf liegt wie in einer Schale und wir ziehen den Kopf raus. Die Rippen eingezogen mit der Vorstellung, dass man die Rippen in den Hosenbund steckt. So eine Bewegung ist im Rippenbereich ist drin, damit die Rippen nicht aufgehen. Bravo. Rippen nicht so raus, sondern Rippen so flach hier zusammenziehen, als ob man die Rippen hier reinstecken würde. Da, nur можно konzentrieren, dass man Hohlkreuz so ein bisschen ausgleicht. Also hier Rippen leicht zurück. Diese Zone vorne und die hintere Zone, die sind gleich lang. Also nicht vorne länger und nicht hinten länger.
Вот сейчас этими переводить. Seid klar. So, Füße. Nach einer Richtung einschlagen. Und der Fuß ist vorne am Knie. Mehr nach vorne, genau, Dominik. Mehr zum Knie. Und dann Knie hoch und Knie runter, um hier in der Hüfte die Bewegung zu haben. Und maximal zu sich heran. Ah, okay. Als ob wir so einen Regenbogen zeichnen. Ganz hoch und ganz weit rüber. Ja, genau. Ihr geht zuerst nach rechts und dann nach links. Die Rippen immer noch flach und wir spüren, wie wir mit den schrägen Bauchmuskeln hier arbeiten. Diese ausstrecken. Ja. Ja. Neuer Typ von направление, die Richtung wird so ja. Erklärt. Dann hast du einen. Nein, nicht dann so eine Grundbewegung oder so Bewegung im Inneren ist dann drin. Ja. Diagonal. Ja, потом еще раз покажу. Ah, diagonal. So, zuerst mit der linken Hand. An der Kopfrückseite. An der Kopfrückseite, die Hand. Und drehen langsam den Oberkörper. Also weniger den Hals und Nacken, sondern mehr den Oberkörper drehen. Öffnen. Und Konzentration auch auf die Rippen, das die Rippen auch rotieren lässt. Wechseln. Genau, den Fuß nicht zu so nah heran, sondern weiter vor. Ja.
Fuß wieder ab. Jetzt nach links. Und dann nach rechts. Matte oder Handtuch folgendermaßen. Handtuch könnte man auch so zusammenrollen als. Zuerst die Matte auf die unteren Rippen. Und gehen mit den unteren Rippen so auf die Matte drauf. Und die untersten Rippen. Warum Magic? Okay. Okay. Ah, okay, unter die Stirn könnte man, wenn man möchte, die den Klotz drauflegen, da drunter legen. Und atmen genau dort, wo die Rippen sind, die aufliegen auf der Rolle. Dass wir mit den Rippen gegen die Rolle drücken. Hüften entspannt. Und langsames Atmen. Nein, у меня на нижних, конечно. Просто их можно наружу раздвигать или вперед двигать. Просто я могу ребрами вот так дышать или вниз вверх. Окей. Рыпы на хунтен. Рунтен рауф. Mehr nach oben zum Brustkorb. Brustkorb, ja. Oder Zentrum.
Против коврика? Вот это предупреждение. Jetzt versucht mir dort Bewegung zu haben, wo die der Teppich, sag ich, wo die Yogamatte oder der Ball aufliegt. Also mittleren Rippenbereich, den zu bewegen beim Atmen. Fünf Sekunden ein, Luft anhalten, 5 Sekunden lang ausatmen. Könnte sein, dass sich der Bereich zwischen den Schulterblättern auch ausdehnt, so beim Ein- und Ausatmen. Gehen auf die Seite. Так, на какую ложить? Unter die Achsel auf die Rippen. Also nicht in die Achsel rein, sondern darunter. Darunter auf die Rippen. Atmen wieder in die gerollte Yogamatte rein, in den Boden oder Handtuch oder Ball. Beide Handflächen vor sich auf dem Boden zusammen. Einatmen, Arm hoch und geh nach hinten Richtung Boden. Ausatmen, wieder Handfläche auf Handfläche runter. Ein. Aus. Rücken. Entspannen den Rücken. Können so links, rechts gehen ein bisschen. Und gehen dann auf die andere Seite. Arm, die Handflächen zuerst unter dem Kopf. Zuerst einfach reinatmen mit den Rippen. In den Boden reinatmen, in die Rolle reinatmen.
Wenn es geht, Beine ausstrecken. Arme vor dem Gesicht ausgestreckt. Handflächen zusammen. Ein Arm hoch und zurück. Brustkorb öffnen. Ausschließen. Die Matte entlang der Wirbelsäule und genau mit der Wirbelsäule genau drauf. Okay, Kopf auf den Klotz. Hüften, Pobacken, die sind dann unten frei. Arme hoch. In den Ellbogen anwinkeln nach außen. Stor, ja. Arme ausstrecken. Ellbogen Richtung Boden runter. Und Handflächen nach oben. Hände auf dem Boden. Wenn es geht oder wenn es einfach ist, Beine ausstrecken dann. Das wollen Atmen so, dass der Brustkorb groß wird. Bringen die Rippen in Bewegung beim Atmen. Und zwar dann alle Rippen. Ja,
versucht jetzt dahin zu atmen, wo der Rücken auf der Matte aufliegt, auf der Rolle. Also nach unten atmen, nach hinten in den Brustkorb. Arme nach oben ausgestreckt. Ellbogen wieder 90 Grad. Handfläche nach oben und die runter beugen, die Arme. Wieder hoch. Ellbogen 90 Grad und auf liegen. Auf. Ab. Auf. Arme gerade. Ellbogen 90 Grad und dann flach ablegen. Bleiben liegen. Matte jetzt quer zum Rücken. Mitte ungefähr. Schulterblattbereich, circa, ist dann die Rolle. Liegen zuerst und so hin. Die Knie dann zur Seite, Knie über dem Knie, die man nicht so sehr verschieben. Ja, genau, besser. Okay, eine und andere Seite. Wenn es leicht geht und man schwieriger was machen möchte, dann kann man die Füße auf den Klotz drauf liegen. Wer noch einen Würfel braucht? Nein, geht. Ну, можно принести, но мне так тоже хорошо. Руки куда? Руки куда? Ну. Руки за голову, как? Hände hoch. Okay. Auf eine Seite die Knie rüber, anderen Arm ausstrecken und atmen. Почему так далеко? Ah, okay, ah. Also die Knie waren auf dem Boden, jetzt die Knie leicht angehoben.
hat man wieder oder immer noch in den Rücken, in die Rolle. Hier muss man ein bisschen liegen, um das Ungleichgewicht zu spüren im Körper. Ungleichgewicht links, rechts, vor allem die Asymmetrie. Und wenn da irgendwas rauskommt, dann nach ein paar Sekunden Rücken, Brustkorb, Nackenbereich und so weiter, dann kann man so herausfinden, wo der Ungleichgewicht steckt, in welchen Muskelgruppen oder Gelenken. Machen. Okay, nie dann in die, na, zur anderen Seite. Ein Arm nach außen, Knie zur Seite runter und in den Rücken atmen. Dreht den Kopf zuerst Richtung Knie mit dem Blick. Auf ganz anderen Seite von den Knien weg.
Alles raus. Bleiben auf dem Rücken liegen. Schulterblätter am Boden. Beine im Knie angewinkelt, hoch. Eine Seite, zweite Seite. Knie 90 Grad Knie, Kreuz am Boden fest drauf. Schulterblätter am Boden. Aha. Linkes Bein runter zum Boden und rechter Arm runter zum Boden und zurück. Diagonal kontrollieren die Bauchmuskeln. Weiter. Rücken, Schulterblattbereich, alles am Boden. Und wenn man alles richtig macht, brennen die Bauchmuskeln. Noch ein paar Mal. Okay. Auf den Bauch. Gehen. Mit den unteren Rippen drauf und Kopf einfach so auf der Stirn. Wir massieren jetzt wieder durch mit der Atmung unsere Gallenblase. Atmen wieder in die Rolle hinein. Aber du, ich glaube, hast du nicht zu tief am Bauch. Also, doch, mir passt schon. Also schon hier die Mitte der Rippen, der untersten Rippe, die Rippen bügen. Wir sind hier in der Mitte der Matte. Ah, Faszienrollen, ja, genau. Es muss schon ein bisschen weich sein. So eine Faszienrolle würde sich jetzt nicht eignen zum Reinklemmen. Ja, eher sogar Sofakissen, wenn nichts anderes da ist. Atmen in die unteren Rippen jetzt.
Okay, langsam auf. Setzen uns so seitlich. Rolle quer. Gehen mit der Seite drauf. Die Knie seitlich, so 90 Grad genau. Ja, geht schon. Hatten. Die Knie sind aufeinander und sind 90 Grad im Körper. Und wir drehen jetzt so ganz leicht mit der Vorderseite ganz leicht auf die Matte drauf drehen. Arm im angewinkelt. Und strecken die untere Flanke, also vom Becken bis zur Schulter. Und die andere Hand liegt auf den Rippen oben. Хорошо, и
und vorsichtig herauskommen und auf die andere Seite. Knie 90 Grad hoch auf der Flanke. Ball oder Handtuch ist unter der Achsel auf den Rippen. Die andere Hand auf den Rippen. Also der Körper liegt auf der Seite und der Kopf mit der Stirn, mit der Nase zum Boden runtergedreht. Spürt das Kreuzbein. Ausatmen, langsam raus. Das Empfinden im Körper. Das Bein in die Mitte reindrehen. Ah, okay. So, dass die Füße parallel zueinander bleiben und die Hüfte reindrehen oder das Bein reindrehen. Das Bein bleibt ausgestreckt. Хорошо. Если хорошо получается, то можно небольшую So eine kleine Rotation hier, so. ротацию. Ну и максимально посильнее заворачиваем большим пальцем, да, большим пальцем. Да. Вот эту внутреннюю Arbeit ist hier mit den inneren Muskelverbindungen. Да, можно подержаться, можешь продолжать делать так. То есть нам нужно внутреннюю вот эту вот. Сейчас. Hier das beanspruchen, diese Bänder hier auf der Innenseite. Andere Seite. Параллельно, чуть вперед и также вовнутрь. Вовнутрь, но стараемся коленка, она зафиксирована. То есть работает бедро и стопа, как будто бы. Можно представлять, что это шарик, но этот шарик перекатывается, да, с одной стороны на другую. Больше вовнутрь. Вовнутрь.
Es kann helfen, dass man vorstellt, unter der Fuß ist ein Tischtennisball so kleiner und wir rollen den Fuß um den Oder Walnuss, Tischtennisball ja. oder Walnuss. Nach Ja. außen, nach innen, nach außen, nach innen. Vermutlich, Mehr nach innen. nur wahrscheinlich nicht. Das ist ein Ich glaube, Das ist seltsam, aber es sieht gut aus, Kalkut. Ja, da, genau. Becken ohne Bewegung. Но Stabil. как таз? Это же бедро, таз вот он у меня. Я Нам из нужно бедра двигаю. приводящее активировать, поэтому мы приводящими. Видишь? Приводящими, да. А так это... Выделываться. Нет, так тоже приятно, но это про другое. Еще Окей. чуть-чуть. Вовнутрь, вовнутрь. Колено у нас, стараемся, что колено у нас стабильно. Колено у нас не двигается, оно стабильно, как будто бы оно зафиксировано в какой-то тиски, да, и внутрь, как работает внутрь. Хорошо. Ja, das ist hier, spürt man dann diese Bänder, die halt das Bein heranziehen, so fürs Heranziehen zuständig sind. Kreis. Ferse, mit der Ferse. Langsam. Andere Richtung. Senkrecht. Senkrecht bleiben. Andere Seite. Es sieht mir nach Ballett aus. Noch hier Gleichgewichtsübungen. Blick fest auf den Nagel vom Daumen. Okay? Und mit dem Blick, mit dem Kopf, mit Kopf mit drin. Brustkorb ist jetzt offen, wir können jetzt weiter drehen. Becken wird nicht gedreht, nur Oberkörper und Blick fest am Daumen. Und schräg nach oben. Und schräg runter. Der Kopf dreht sich synchron mit der Bewegung des Daumens. Andere Seite. Horizontal zuerst.
Backend nach vorne. Langsam. Hier war schon hier. Hoch. Und ab. Smoking, vor. Blicken vor uns. Ja, Kopf nicken, aber der Blick bleibt fest am Daumen. Andere Seite. Fest Daumen anblicken, auch wenn der Kopf sich bewegt. du Kopf diagonal von oben runter und den Blick nicht verlieren, den Daumen nicht verlieren. Blick fest drauf. Und andere Richtung diagonal. Blick fest auf den Daumen. Auf, ab. Okay, reiben. Abklopfen ein bisschen. Alles runterziehen, alles Überflüssige wegschmeißen, auch viel Negatives weg, verbrennen im Fenster. Ja, nicht, dass da jemand steht und das auffängt. Ah? Меня увидели на экране. Hallo. Алло. Да. Чек ты завёл? Как всех? Здорово. Насчет чего? Окей. О, подожди. Здорово, Садись, я. сидим Сюда. вдвоём. Да? Окей. Nein, so. Поддержим. Сейчас у нас иначе. Ja. Окей. Mantra Om zusammen. Ja, Mann, Einer drin.
So. Danke fürs Grüße. Kommen. Danke fürs. Morgen 8 Uhr. Ja. Nächstes Mal treffen wir uns morgen um 8 Uhr. Da. Genau, richtig. Danke zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.